Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Sky Factory 2. In der letzten Folge haben wir hier diesen Sprinkler gebaut und ich habe mich gewundert, wieso der nicht funktioniert. Ich habe mich informiert, ich weiß jetzt, wie es geht. So, als allererstes brauche ich 4 Obsidian. Das heißt, da lege ich noch ein paar Steine rein. Gut. Dann brauche ich jetzt wieder einen Eimer. Den ich leider nicht habe. Da kriege ich ja von denen jetzt Eisen. Na komm schon. So, jetzt mal kurz in den Lootbags gucken. Jetzt habe ich noch die Eisengitter. Knowledge Fragment. Okay, dann schmelze ich jetzt das Eisen oder haben wir noch Molten Gold? Iron Nuggets 6. Bräuchte ein bisschen mehr Eisen. Mal gucken, wie viel die bringen. Hier was Neues? Ne. Aber nicht, dass sie so viel bringen. Mach ich kurz so. Ja, komm. Nummer 1. Wie kann ich dich jetzt verschwinden lassen? Da rein. Zwei Ingots sind besser als keins. So. Das ist Nummer 2. Ach genau, kann ich auch so lassen, theoretisch. Ich meine so. Da muss ich jetzt noch ein bisschen warten. Wird endlich mal Zeit für die Farm, damit ich Kartoffeln habe. Das hat geklappt? Cool. Ne, da ist noch War Squid. Ich hab schon gedacht, das hätte jetzt geklappt. Guck ich mal, was wir noch machen können. Bunker Lilypads of Fertility. Lilypad of Fertility, genau.
Millipede Floral Fertilizer. Hier brauche ich Rot und Gelb zweimal. Bone Meal, 1, 2, wie viele brauche ich? 4, das heißt, ich brauche 8-mal Rot und 8-mal Gelb. Habe ich das vielleicht schon? Erstmal gucken, bevor ich hier. Da sind keine Blümchen drin, hier auch nicht. Auch nicht. Ja, schon mal 5. Ich brauche noch rote, ne? Schade. Nicht mal ein bisschen Bone Meal. So, dann sehen wir uns nach einem kleinen Schnitt. Dann habe ich alle Blumen zusammen und die 4 Obsidian. Oh, da bin ich wieder. Boah, ihr könnt gar nicht glauben, was ich gemacht habe. Ich habe mir nochmal angeguckt, was ich noch fürs Lilyfeld brauche. Und zwar diesen Magical Fertilizer. Dafür brauche ich Diamanten. Jo, jetzt stand ich hier noch 40 Minuten an diesem Sieve. Habe die ganze Zeit Gravel gesieved, nur um noch 2 Diamanten zu bekommen, damit ich mir diesen Magical Fertilizer machen kann. Das ist wirklich nicht schön. Ja, aber das brauchtet ihr euch zum Glück nicht mit ansehen. Das habe ich rausgeschickt. Naja, dann brauche ich jetzt meine Mini-Sio-Essenzen. Da. So, da haben wir hier die Floral Fertilizer. Sehr gut. Jetzt brauchen wir... Genau, 4. So. Und Bone Meal. So, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Lilypad und das kriegt man aus Nature Essence. Komme ich aus Nature Seeds? Liebe, komme ich aus Accio Essence mit Gemüse. Accio Essence, die kann ich doch machen, beziehungsweise habe ich noch. Da Accio Essence, dann brauche ich noch einen passenden Seeds. Hier habe ich Minicio Seeds, genau. Dann kommt hier die Accio Essence hin. Und dann brauche ich noch Futter. Was genau für Futter brauche ich denn noch hier? Weizen geht auch, okay. Weizen, Melone. Vielleicht habe ich noch genug Weizen. Mal gucken. Da habe ich 3. Und eine Karotte. Ja, das sollte gehen. Eine Karotte. Nature Seeds. Perfekt. Ja, ja, ist gut. Da muss ich die jetzt hochzüchten. Aber bevor ich das mache, mache ich mich an die andere Sache ran, nämlich den Sprinkler, weil ich jetzt auch genau weiß, was ich für den brauche. Hier habe ich das Obsidian. Sehr gut. Dann brauche ich noch Sand für Glas. Glas habe ich nicht mehr, ne? Ach so, hier hätte ich auch noch Beet. Egal. Dann muss ich mir noch ein bisschen Sand holen. Das ist ja auch ganz einfach. Ja. Nee. Wo ist der andere Sand hin? Da. Gut. So. Während das vor sich hinschmilzt... Muss hier an den Rand wieder hin, genau. Und den Rest muss ich gleich mit Glasscheiben füllen. Die kann ich halt machen, indem ich hier unten 6 Glas hinsetze.
Oder waren es drei? Ich meine, es waren sechs. Glass Slab gibt's auch. Nice. Ach ja, die schönen Mods. Perfekt. Glass Panels. So, die kommen jetzt hier hin. Und wir bekommen zwei Tanks. Nice. Die brauche ich jetzt noch kurz ab. So, habe ich den Eimer dabei? Nee, habe ich nicht. Natürlich nicht. Meine Güte. Muss ich noch in den Configs ausstellen, damit die mich verletzen. Das nervt einfach. So, brauche ich jetzt Wasser. Moment, das war jetzt doof. Wie ich diese abgebaut. Ah, ist jetzt Schrott. Scheiße, egal. So, jetzt brauche ich einen Sprinkler. Jo. Da haben wir es. Schön. Die kommen jetzt mal dahin. Dann hole ich mir jetzt noch ein bisschen Knochenmehl. Weil mit Knochenmehl kann man den Sprinkler noch ein bisschen aufbessern. Dann wachsen die Pflanzen noch schneller. Hört sich logisch an, ne? Scheiß auf die Ordnung, die muss ich. Die ist sowieso irgendwann irrelevant. Das kann ich schon mal sagen. So. Packen wir da erstmal das Bone Meal rein, was wir schon haben. Sehr schön. Jo, die wird jetzt alles weiter bewässern. Und dann mache ich hier noch einen kleinen Schnitt, weil dann werde ich da die Nature Crops bewässern. Also das funktioniert ja nicht bei den Magical Crops, aber die Gießkanne und dann besorge ich mir... 6, genau, ich brauche 6 Essenzen. Dann hole ich mir die und dann geht es weiter. Bis gleich. Jo, da bin ich wieder. Ich habe mir diese 6 Essenzen geschnappt und dann machen wir uns jetzt das Lilypad. Perfekt. So, jetzt muss das hier hin. Die Floral hier. Magical Fertilizer da. Dann haben wir Lilypad of Fertility. So, und das wird jetzt den Wachstum der Magical Crops verschnellern. Das ist schön. Jetzt haben wir hier den Sprinkler, wir haben da das Lilypad. So, und die letzten drei Dinge, die wir hierfür brauchen, ist Craft an Iron Seed und Craft a Diamond Seed. Gucken wir mal direkt, was wir dafür brauchen. Iron Seed. Dafür brauche ich Imperio und die mache ich aus Crucio und die mache ich aus Accio. Eieieiei. Und was kann ich aus dem Imperio noch machen? Crucio. Was kann ich aus dem Crucio? Accio und Nikio. Nur kurz am gucken, was ich für die Diamanten brauche. Die Civicchio. Ui. Das wird teuer. Okay, ich werde mal zwischen den Folgen ausrechnen, wie viele ich von den Vinicius dann brauche. Und, ja.
Dann farm ich die zusammen. Eieiei. Das kann was werden. Naja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich habe echt keine Ahnung, wie lange die Folge wird, weil ich jetzt seit über einer Stunde aufnehme, aber so viel schneiden muss, wegen so viel Wartezeit. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Hallo.